Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem ersten Gespräch mit Menschen der neuen Zeit. Und natürlich, wie die meisten Gesprächsreihen, beginne ich am liebsten mit Kurt. Kurt, der ja nicht nur für alle bekannt ist, sondern einfach auch bei uns bei der Global Harmony Unity als Schirmherr natürlich eine schirmherrschaftliche Rolle spielt. Und ja, wir starten immer ganz gerne gemeinsam in so neue Folgen, neue Projekte. Und in dieser Reihe soll es ja darum gehen, dass wir so ein bisschen sichtbarer werden. Nicht nur das Sein spürbar, das wird es immer sein und das ist, bleibt auch so, aber dadurch, dass wir miteinander verbunden sind, ist es auch interessant und gilt es auch in diese Bewusstwerdung, in die Sichtbarkeit und Hörbarkeit zu kommen. Was bringst du eigentlich mit? Womit speist du denn eigentlich dieses Feld? Nicht nur der Global Harmony Unity, sondern der neuen Menschheit. Und da haben wir ja vier Hauptfragen, Hauptpunkte. Das eine ist eben dein Weg, deine Sicht, deine Gaben und Ausrichtung und deine Botschaft. Und Babu, ich mag dich jetzt gerne einladen, weil du natürlich wahrscheinlich einen der längsten Wege hast, jetzt mit 90 Jahren und auf dem Weg ja unglaublich viele Erkenntnisse und Schätze, aber auch Entwicklung geschehen ist, aber du auch eingesammelt hast, wir eingesammelt haben. Magst du ein bisschen was von deinem Weg erzählen, der dich ins Jetzt gebracht hat und in dein So-Sein, dass du jetzt bist? Ja, also die Voraussetzungen waren eigentlich nicht so sehr günstig, denn ich bin ja aufgewacht unmittelbar nach dem Weltkrieg, da war ich 14 und da hatten wir andere Sorgen als spirituelle Themen oder Entwicklung. Da ging es nur ums Überleben, sodass ich also in den ersten Jahren, ich glaube sogar Jahrzehnten, 20 Jahre beschäftigt war, damit erst einmal hier richtig anzukommen und mein Überleben zu sichern, den Erfolg zu sichern, dass ich überhaupt an etwas anderes, an Entwicklung oder an was denken konnte. Und dann gab es im Prinzip von einem Moment zum anderen einen Impuls, dass jetzt die Zeit vorbei ist, wo ich für mich gesorgt habe und für meine Familie, sondern dass es darum geht, für andere da zu sein. Und das kam durch die Information, Heilpraktiker zu werden. Ich hatte bis dahin nicht einmal das Wort gehört und habe mich dann erkundigt, was sind das für Leute, was machen die? Und dann habe ich sofort gemerkt, ja, das ist es doch, was mir liegt. Dafür bin ich ja eigentlich da, anderen zu helfen, in dem Fall also gesund zu werden. Und das habe ich dann auch wieder viele Jahre sehr interessiert und bewusst und auch erfolgreich gemacht. Und irgendwann wurde mir bewusst, wieder von einem Moment zum anderen, das ist ein endloser Kreislauf. Die Leute werden immer wieder krank und ich helfe ihnen wieder gesund zu werden. Und wenn sie wieder krank werden, dann kommen sie wieder zu mir, weil sie wissen, ich helfe ihnen wieder gesund zu werden. Das kann so irgendwie nicht richtig sein. Da muss es noch mehr geben. Und dann wurde mir sehr schnell, ich glaube sogar am gleichen Tag, bewusst, es kommt darauf an, auf das Bewusstsein, wer da krank ist. Solange wir im Menschsein sind, solange ist das eben unvollkommen und da ist Krankheit eigentlich nicht zu vermeiden, das kommt immer wieder. Und dann habe ich gesehen, das war wiederum nur die Startebene für den nächsten Schritt, den Menschen zu helfen,
aufzuwachen und zu Bewusstsein zu kommen. Und dann war ich eigentlich bei meiner heutigen Aufgabe. Dann ergaben sich die Seminare daraus, die Vorträge, die Bücher, CDs und so weiter. Alles das. Aber da ging es, ab da ging es nur noch darum, nicht mehr zu helfen, gesund zu werden, sondern zu Bewusstsein zu kommen, sich zu erinnern, wer wir wirklich sind. Denn dann war mir klar, wenn ich stimme, dann ist Krankheit gar nicht möglich. Dann bin ich ja heil und dann brauche ich keinen Heiler mehr, sondern ich brauche also bestenfalls jemanden, der mich an mich selbst erinnert. Und so bin ich zu meiner heutigen Aufgabe gekommen. Ja, aber während deines Weges hast du ja tatsächlich schon so viel entwickelt, nicht vielleicht unbedingt jetzt das Spirituelle, und dennoch an Erkenntnissen. Du hast gelernt, in Kriegszeiten zu überleben. Du hast schon von Anfang an gelernt, durchzuhalten, das Beste aus allem zu machen. Du hast ja ganz viel in der scheinbaren Zeit, wo es noch nicht spirituell war, ja schon ganz, ganz viel gelernt, entwickelt, erkannt, die ganzen Gesetzmäßigkeiten tatsächlich des Erfolgs ja dann, als du dann selber Unternehmer geworden bist. Und dann hast du das ja erkannt oder dir sind oft Dinge eingefallen, im wahrsten Sinne des Wortes, was deinen Erfolg ja dann gemacht hat, wo du dann den anderen erzählen konntest, worauf sie zu achten haben. Also es begann ja schon sehr, sehr früh durch deine eigene Entwicklung, durch deine eigenen Erfahrungen, durch dein eigenes, wie komme ich am besten mit dem Leben zurecht? Auch damals dann irgendwann, da warst du natürlich dann schon Unternehmensberater und da war es aber, dass die ja krank wurden und dann kam der Heilpraktiker, dann kamen die Themen mit dem Heilwerden und wer wir eigentlich sind. Aber damals gab es ja auch das Mentaltraining, Ziele erreichen, Wünsche erfüllen, Probleme lösen. Also dadurch, dass du diesen Weg gegangen bist, hast du ja dieses große Potenzial der eigenen Erfahrung, was du ja mitbringst, über das du jetzt vielleicht heute so nicht mehr sprichst, aber dadurch, dass es sich in dir entwickelt hat und bei dir präsent ist, speist du das ja energetisch mit ins Feld. Kannst du das so auch bestätigen? Ich glaube, dass so dieses breite Spektrum entstanden ist, dass ich also nicht ein Lebensthema hatte, das ich dann vorangebracht habe, sondern dass eine sehr breite Basis entstanden ist, die ich damals nicht erkennen konnte als Vorbereitung. Aber rückblickend sehe ich durchaus, dass alles das erforderlich war, um Menschen in jeder Situation, egal wo die gerade stehen, abzuholen, um ihnen zu helfen, zu Bewusstsein zu kommen. Und eine Erfahrung hat mich verblüfft in der Erinnerung. Ich habe gesehen, dass ich zumindest sehr früh Entscheidungen getroffen habe, die mein ganzes Leben beeinflusst haben. Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. Wahrscheinlich ist es bei jedem ähnlich. Aber bei mir war es zum Beispiel, mit 3,5 Jahren erinnere ich mich an eine Situation, wo mich meine Mutter allein im dunklen Wald zurücklassen musste, weil sie eben erst Kind, Fahrrad und Einkauf den Berg hoch bringen musste. Und im Moment war ich eben Kind und habe geweint natürlich. Und wenn ich mich erinnere, und ich kann es noch genauso erleben, als wäre es jetzt, das ist sehr lebendig geblieben, kam auf einmal eine Ruhe über mich. Ich bin wie zu Bewusstsein gekommen, würde ich heute sagen. Und meine Seele hat dem Kind, das ich war, gesagt, du, jammern bringt schon mal gar nichts. Wenn du jetzt hier rumjammerst, dann hört das vielleicht jemand, der dir Böses will. Und damals glaubte ich natürlich noch an einen schwarzen Mann oder was auch immer. Und dann habe ich mir bewusst gemacht, ja, was hilft denn? Das ist doch ganz normal. Und da habe ich gesehen, ja, es hilft einfach in jeder Situation zu sehen, was
ist jetzt angebracht, um diese Situation zu lösen, diese Aufgabe zu lösen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, aber hier kann ich doch nichts tun im Moment. Und dann sprach wieder, wie das Bewusstsein oder die Seele, dann ist genau das jetzt zu tun. Also ruhig sein, Vertrauen haben, abwarten und dann eine Viertelstunde später oder was, hörte ich meine Mutter rufen und dann habe ich geantwortet und dann wurde ich abgeholt. Und dann habe ich gemerkt, wann immer ich im Leben vor einer Aufgabe stand, vor einer Schwierigkeit stand, kam auf einmal wieder die Erinnerung an diese Energie, die sagte, okay, jetzt erst einmal hinschauen, was genau ist die Situation, was ist die damit verbundene Aufgabe und was ist jetzt zu tun? Und später kam dann noch ein Schritt zu, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe. Also was ist jetzt zu tun? Dann habe ich mich als Zusatzfrage gefragt, was wäre denn ideal, wenn das jetzt in dieser Situation geschehen würde? Und was ist dafür zu tun, um genau das herbeizuführen? Und ich konnte natürlich nicht immer das Ideal verwirklichen, aber als Ziel ist das Ideal ideal. Und dann habe ich automatisch seit damals, soweit ich mich erinnern kann, eben in jeder Situation kam dann erst einmal diese Ruhephase und das Hinschauen und Erkennen, was ist jetzt in dieser Situation zu tun, was ist das Ideal und wie verwirkliche ich das. Und daraus hat sich dann später ergeben, manifestieren zu lernen und so weiter. Aber zunächst einmal war jede Aufgabe, das größte Geschenk bei jeder Aufgabe war diese Ruhe, die eintrat. Alle Ängste und Sorgen verschwanden sofort oder tauchten gar nicht erst auf. Und ich schaute hin, was zu tun war. Und das hat mir ein Leben lang geholfen und hilft mir noch heute. Ist das deine größte Erkenntnis aus deinem Weg? Oder was ist die größte Erkenntnis aus deinem Weg, den du bis jetzt gegangen bist? Also von der Erkenntnis her würde ich sagen, wer ich wirklich bin. Das zu erkennen, denn anfangs habe ich mich natürlich als Kurt Tepperwein gefühlt und wahrscheinlich jeder als Mensch mit diesem Schicksal, das kennt man ja, so man sieht es ja rundum, man wird älter, kriegt eine Krankheit, wird wieder gesund und so weiter. Das ist die Normalsituation. Und irgendwann, das weiß ich nicht mehr wann und wodurch, kam die Erkenntnis, das bin ich ja gar nicht. Ich bin das nicht, was ich im Spiegel sehe. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast. Ich bin, ja, und dann wusste ich nicht weiter, was bin ich denn? Und dann habe ich mir weiter nichts. Ich bin. Ah. Und dann habe ich gesagt, ja, das reicht ja vollkommen. Ich bin. Und daraus ergab sich wieder etwas, eine unglaubliche Souveränität und Sicherheit. Mir kann hier nichts passieren. Ich bin unzerstörbar. Ich bin sein. Ich bin so. Und dann konnte ich viel ruhiger an alle Aufgaben, auch an Schwierigkeiten herangehen, weil ich immer dieses Gefühl hatte, mir kann hier nichts passieren. Und dann hatten Ängste und Sorgen überhaupt nie eine Chance, sondern ich hatte immer diese Sicherheit, ich mache hier nur Erfahrung und mir kann dabei ja nichts passieren. Danke ich dir, dass du diese wertvolle Erkenntnis mit ins Feld gibst. Das ist ja hinter allem, glaube ich, immer deine Botschaft. Kommen wir zum zweiten Punkt, die neue Menschheit. Was bedeutet das für dich? Was ist deine Sicht zu dieser neuen Menschheit? Welche Qualitäten hat das? Ja, was ist deine Sicht dazu? Ja, wir brauchen ja keine neuen Menschen, die sind ja schon da.
Und oder die Menschheit der neuen Zeit oder der Mensch der neuen Zeit, vielleicht besser formuliert. Und jeder merkt, dass die Welt im Wandel ist, immer schneller sogar. Und daraus ergibt sich natürlich die Aufgabe, da müssen auch wir uns wandeln und müssen natürlich hinschauen, wie müssen wir uns denn wandeln? Und das, dann habe ich erkannt, das ist nicht die Aufgabe, neue Fähigkeiten zu entwickeln oder Kenntnisse zu erwerben, besser zu werden in irgendeiner Weise, sondern wirklich der zu sein, der ich bin, in jedem Augenblick mir meiner selbst bewusst zu sein und als Bewusstsein in diese Situation zu gehen. Und dann habe ich meinen Verstand entbinden können vor der Aufgabe, an der er verzweifelt ist, öfter, wie bereite ich mich denn auf die Situation vor? Ich weiß ja nicht, was in Zukunft auf mich zukommt und wie ich die Schwierigkeiten meistern kann. Ich habe ja noch nicht alle Erfahrungen, noch nicht alles erlebt. Ich habe ja nicht für alles eine Lösung. Und dann habe ich gemerkt, nein, du nicht. Aber ich, Bewusstsein, ich brauche mich gar nicht vorbereiten auf die Zukunft. Ich muss nur präsent sein im Jetzt. Ich muss nur der sein, der ich wirklich bin. Und dann nehme ich ja im Jetzt wahr. Und das ist die einzige Fähigkeit, die ich erwerben musste, vom Denken zur Wahrnehmung zu kommen. Dann nehme ich ja im Jetzt wahr, was jetzt zu tun ist. Und auf einmal kam wieder diese große Ruhe und Sicherheit über mich. Ja, dann brauche ich ja gar nicht wissen, was kommt und was passiert. Das sehe ich ja dann, wenn es da ist. Dann schaue ich wieder hin mit der Erfahrung als 3,5-Jähriger. Was ist denn jetzt zu tun in der Situation? Und dann blieb diese Ruhe und Souveränität ständig, dass ich weiß, ich brauche mich auf die Zukunft nicht vorbereiten. Der Verstand will immer Wissen und Sicherheit haben und alles das braucht Bewusstsein gar nicht. Ich muss nur ich selbst sein, präsent sein als der, der ich bin und im Jetzt und wahrnehmen, was jetzt zu tun ist, dann meistere ich jede Aufgabe, ganz egal, was kommt. Also dann aus deiner Sicht vielleicht zusammenfassend, der Mensch der neuen Zeit kommt vom Wissen, vom Denken in die Wahrnehmung und ins Jetzt. Also der Mensch der neuen Zeit wird viel präsenter sein und lebt mehr und mehr aus der Wahrnehmung. Ist das so? Habe ich das so richtig verstanden? Ich glaube, letztlich nicht mehr und mehr. Gut, er muss es ja anfangs noch üben, praktizieren. Erinnern. Aber eigentlich, und das ist auch eine wunderbare Erfahrung schon, braucht er ja gar nichts ändern. Er ist das ja alles schon. Er entdeckt also nur in sich, das ist ja alles längst da. Ich muss es nur erkennen, in Besitz nehmen und anwenden und nicht wieder zurückfallen in die Rolle als Mensch. Wir spielen weiterhin unsere menschliche Rolle. Ich erfülle die Aufgabe, die sich Kurt Tepperwein gestellt hat, aber die hat sich das Bewusstsein ihm gegeben und das ist nur mein Erfahrungsinstrument. Und dazu habe ich einen Körper, einen Verstand, eine Persönlichkeit, einen Namen, eine Aufgabe, eine Position, was auch immer. Aber das ist Rolle. Das ist im Außen, wo ich die Erfahrung mache. Aber ich bin mir immer bewusst, ich bin der Erfahrende. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Dann kann man sich ganz auf das Leben einlassen und dann kommt nicht mehr die Bewertung, das ist aber jetzt unangenehm oder das ist ungerecht oder wie auch immer, sondern das ist so und das ist so und das ist so. Der Bewerter ist entlassen und ich nehme einfach nur wahr, was jetzt zu tun ist und dann wird Leben auf einmal ganz einfach.
Also der Mensch der neuen Zeit wird ein einfaches Leben aus der Wahrnehmung haben, mit weniger oder keiner idealerweise Bewertung. Danke für die Ausführlichkeit der zweiten Frage, der zweiten. Jetzt das dritte, tatsächlich, wir geben ja unser So-Sein in dieses Feld, in diese Zeit, in diese Menschheit der neuen Zeit. Worin siehst du, von in Geben steht ja auch, steckt das Wort Gabe. Worin siehst du deine Gaben? Was ist deine Ausrichtung? Dass wir alle uns bewusst machen, dass wir ständig auf Sendung sind, dass wir ständig unser So-Sein in die Welt geben. Das können wir gar nicht stoppen, sondern das geschieht. Und dass wir Verantwortung übernehmen für das, was wir senden, dass wir uns einmal bewusst machen, in welcher Energie bin ich denn? Was bringe ich denn jetzt ein in die Welt, in das Feld? Und dann erkenne ich, ja, das kann ich ja in jedem Augenblick ändern. Also taucht wieder die Frage auf, wie wäre es denn jetzt ideal? Ja, ideal wäre, wenn ich einfach präsent bin als der, der ich wirklich bin. Und dann merke ich, ja, das ändert ja sofort meine Energie. Und das ändert ja sofort das, was ich in die Welt gebe. Und das, glaube ich, ist, dass wir uns das bewusst machen und die Verantwortung übernehmen, dass wir nicht einfach so sind, wie wir sind, sondern dass wir so sind, wie wir wirklich sind und unser wahres Sein der Welt als Gabe bringen. Und deine individuelle Gabe, worin siehst du deine Gabe? Deine höchste Gabe vielleicht, du hast viele Gaben, aber für jetzt diese Zeit. Das Wichtigste ist, glaube ich, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen und ihnen zu zeigen, wer sie wirklich sind. Also eine Tür zu öffnen, einen Weg zu zeigen und dann loszulassen, weil es ihre Entscheidung ist, ob und wann sie bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und die Ausrichtung, für mich gehört das sehr eng zusammen, die Gabe und die Ausrichtung. Also die Gabe folgt vielleicht der inneren Ausrichtung, aber was ist so deine Ausrichtung? Wonach richtest du dich? Meine Ausrichtung ist, oder meine Intention, dass wir immer mehr erkennen, dass wir alle dieses eine Bewusstsein sind, die einzige Wirklichkeit. Und dass wir aus dieser Einheit heraus leben, dass alles, was ich einem anderen antue, tue ich mir an, positiv wie negativ. Also scheidet es schon aus, dem anderen etwas Negatives oder auch nur etwas Nicht-Positives anzutun, weil das ja auf mich zurückkommt, weil das ja eigentlich ich bin. Also wenn schon, dann wirke ich segensreich. Also ich meine, wir alle, dann wirken wir segensreich. Und bei jeder Begegnung und bei allem, was ich tue, auch wenn ich keinem begegne dabei, ist eben die Ausrichtung, ist das wirklich für das eine Sein segensreich? Und wenn immer mehr zu dem erwachen, dann ändert sich die Welt, dann ändert sich die Zeit, dann ändert sich unser Schicksal, individuell wie kollektiv, dann sind wir wirklich auf dem Weg ins Paradies. Deswegen bist du ja auch der Schirmherr der Global Harmony Unity. Ja, die letzte Frage ist, was ist deine Botschaft? Letztendlich war jetzt jedes Wort, glaube ich, deine Botschaft. Aber hast du, wenn du es in einem Satz sagen müsstest, du wärst jetzt so ein Außerirdischer und du kommst zur Erde und du siehst die Menschheit jetzt in dieser Zeit und du siehst natürlich über Zeiten hinweg und du siehst die Zeit, die jetzt auf sie wartet und du hättest einen Satz als Botschaft
für die Menschen der neuen Zeit? Ich brauche gar keinen Satz. Zwei Worte. Aufwachen jetzt. Ja, schön. Gibt's sonst noch was so von dir aus dir wichtig noch erscheint zu diesem Thema? Ich bin immer wieder überrascht, wieso sich andere schwer tun, aufzuwachen. Sie sind das ja schon. Sie brauchen gar nichts ändern. Sie müssen nicht an sich arbeiten, es ist nicht anstrengend. Sie brauchen einfach nur ihre eigene Wirklichkeit erkennen. Und ich versuche immer neue Möglichkeiten herauszufinden, um es ihnen so leicht wie möglich zu machen, dass wir möglichst schnell und möglichst viele zu uns selbst erwachen. Ja, schön, das wünsche ich mir auch. Und ich danke dir für all dein Wirken, für all dein Sein, für all dein Teilen, für deinen Weg, für deine Sicht, für deine Gaben und für deine Botschaft. Ich danke dir. Es war mir wie immer eine Freude und ich hoffe, dass ich es noch erlebe, wie diese Energie in der Welt segensreich wirkt. Das tut's ja jetzt schon. Das erfährst du ja jetzt schon. Ciao, ihr Lieben.